Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play, dieses Spiel mit Kirschi und mir, dem Freddy. Wir sind in Palmen aus Plastik. Die quasi. Plastic Beach Gorillas. Hallo. War neu. Holiday Resort. Im letzten Part waren wir, ich glaube, wenn da Norden ist, irgendwo in die Richtung. Wir sind jetzt irgendwie vor der Kirche gespawnt. Wahrscheinlich, weil da unsere Mission aufgehört hat. Möglich. Wir wissen es selbst nicht so genau. Wir können da jetzt Aufgaben abgeben, aber da geht es ja wahrscheinlich weiter. Und wir wollen erstmal den ganz anderen Quatsch machen. Weil Quatsch ist super. Krass auf dem Mordstein. Ja. Ja, stimmt, ich muss den, hingehört. Ich muss ja den auch noch Arm und Beine abschneiden. Ich extra ja, Punkte. So, ich habe gerade die Quest aktiv, dass wir. Kobe, okay. Dass wir. Ich habe vergessen, was wir tun wollten. Was ich tun wollte, den hier Asthma-Inhalator holen für irgendjemanden, weil die Richtung wollten wir sowieso. Stimmt. Also, das haben wir nicht aktiv gerade. Also, du wahrscheinlich, aber ich halt. Da vorne waren gerade, glaube ich, Totenköpfe. Ich glaube, da können entweder Leute clappen oder da gibt es irgendjemanden, dem wir helfen sollen. Dummkost. Das ist möglich. Joink. Au. Auf die Schnauze. Kannst du nicht in dem Bitz stehen bleiben? Ich glaube, das ist nicht so effektiv. Ajo. Brauchst du einen Snack? Ey! Kommst du denn ja? Ich bin komplett voll. Gut, ich hab schon wieder richtig aufs Maul bekommen. Jäcke. Joink. Joink. Hallo. Schnauze. Lass mich doch den Arm abschlagen. Oder auch nicht. Gib deine Arme her. Dann zieh schon mal die Clap, die Clip. Und dann schießen wir die Typen hier mal. Oh. Come on, mate. Oh. Also die Schüsse klingen, jetzt klingen sie normal. Die klangen nämlich gerade sehr interessant auf meinem rechten Ohr. Explizit auf meinem rechten Ohr auch. Okay. Ist wichtig. Was macht der für komische Dinge? Wer genau? Der hier. Der macht bei mir komische Dinge. Aber denn die sind nicht synchron. Bei mir ist er tot. Ja. Also bei mir auch, aber er macht deswegen macht er komische Dinge, weil er eigentlich tot sein sollte und nichts machen sollte. Achso, ne, das Problem habe ich nicht. Au! Oh, die Schnauze hier. Nicht wehtun, böser Zombie. Böses Ding. Aus! Loot. Oh, mittleres Medikament. Nice. Oh, dann nehme ich hier noch was Zip, weil ich schon wieder aufs Maul bekommen habe. Da ist noch Aluhol, den können wir nicht mitnehmen, leider. Ist eine 1000er Pistole gut? Ich nehme sie einfach mit. Wir hatten, glaube ich, eine 1100er schon. Also ich weiß nicht, in der Basis oder nicht, weil ich weiß halt, dass ich jetzt eine viel, viel bessere habe schon. Aber ich weiß nicht, ob es in der Basis war. Weil unsere sind ja schon geupgradet voll. Nee, ja, nee, die eine ist eine 1100er in Basis. Ah, okay. Irre. Wait. Mir ist gerade was aufgefallen. Was denn? Okay. Ich glaube, man hat tatsächlich jetzt gerade die ganze Zeit nicht gesehen, was ich gespielt habe und sieht's jetzt. Ja, schon ist überall. Ja. Ist mir auch passiert. In Lego Incredibles. Weiß nicht, ob wir hier rüber müssen. Ich spring mal rüber. Da hatte ich noch die Aufnahme an von Dead Island. Also, ich habe den Filter genommen, dass man halt alles nochmal hört. Aber ich hatte die Szene auf und dann war es 10 Minuten. Gefährliches Handbeil. Da sehe ich mich ja. Genau, und da habe ich dann einfach den Part beendet. Ich dachte, ich komme schon nicht mehr raus. Ja, und dann halt nochmal nur angefangen und das kurz nach. Also, das heißt, ich konnte es ja nicht nachspielen, ich muss dann einfach da wieder anfangen, aber man hat ja nichts gesehen, von daher. Ja, die 3 Minuten, die werden wir überleben. Mitkommen, hier gibt es das eine Ding. Hier ist noch ein Ausweis vor. Den Totenschädel. Ich habe mir ein bisschen gespoilert, habe ich am letzten Mal auch schon gesagt, dass wir hier hin müssen. Also, ja. Ach ja, da war was. Dann gehen wir mal rein. Hallo, werte Zombie-Freunde. Pardon. Was seid ihr denn? Kaum nehmen wir wieder auf, fängt die Luft wieder an zu entweichen. Nein, böse. Hinfort. Ah, was hast du denn? Arm ab und Arm dran. Die Schnauze. Irgendwo Messer. Schmutz. Großbatterie, wir brauchen glaube ich noch 5 Batterien. Ich weiß nicht, ob die für also so eine Dauerquest waren. Dinge. Ich weiß auch nicht, was ich höre. Ich glaube irgendwie Zombies. Ja, das sind Zombies. Ich dachte erst, das wäre so ein Chanting von irgendwelchen Sekten oder so hinter der Tür. Oh nö, jetzt habe ich einen dummen Hammer ausgerüstet. Ah ja, okay.
Da habe ich erstmal irgendjemanden reingeschmissen. Fleisch. So, erstmal kurz Inventar, weil ich meine Waffe weggelegt habe, die ich eigentlich haben wollte. Ausrüsten. Ich mache Free Running dabei. Ehre, also wir können schon weiter. Ich habe nur kurz das Ding ausgerüstet. Skill mache ich später. Jank. Ah, da ist ein Angry Boy. Ah. Angry Boy. Bonjour. Arm ab. Schön. Angry Geräusche. Noch ein Arm ab. Na, ja, das gab's erstmal auf die Schnauze. Au. Die hauen mir ganz schön aufs Maul. Au. Hör auf. Aufs Maul. Nicht völlig aufs Maul hauen. Ich hätte gern irgendwie ein Skill, dass ich mehr aushalte. Ja, da passt du vielleicht den falschen Charakter. Also vielleicht, ich weiß es nicht. Ist da hinten noch was in der Ecke? Nicht. Oh, da gibt's noch eine Tür, ne? Okay. Wieso haben... Ist da vorne die auch ein Badezimmer? Ja, hier ist ein Schädel, aber ich glaube nicht, den wir brauchen. Wir müssen irgendwo einen Schädel platzieren auf jeden Fall noch. Ich weiß noch nicht wo. Ein Schädel. Ah, oh, doch. Ich hab die Scheibe eingeschlagen. Okay. Schädel, blau. Jung. Okay. Aber wir müssen irgendwo noch einen anderen platzieren, das weiß ich noch. Weil wir haben ja schon irgendeinen mit, ich glaube violett. Ah, hier müssen wir hinpacken. Ja, ich glaube violett. Oh, wo? Hier? Ja. Wo wir blauen packen, weiß ich noch nicht, aber ja. Du hast gerade einfach nur... Ah, okay. Anything will help. Developers Number 5 Craft. Number 4 Craft. Habe ich 5 gesagt? Ich meinte 4. Ich bin, glaube ich, ein bisschen blöd. Ja, okay, jetzt haben wir einen blauen Schädel. Jetzt können wir irgendwo anders hingehen. Damit. Bon, wenn ich was trinke, ist mein Schädel auch blau. Gar kein Problem. Thank you so much. Oh, bisschen Müll. Also ich glaube, das Einzige, was man hier drin will, ist halt den Schädel abliefern und halt die Quest machen, weil man die Leute so sehr mag. Wuhu. Wuhu. Weil das war ziemlich nutzlos, was es gerade gegeben hat. Irgendwie so ein Billigmesser. Bäh. Aber ich bin nicht jetzt schon Level 29? Nicht mit 28 geworden. Was skillen wir denn nochmal kurz? Ich skill hier auch gerade. Desta. Was machst du hier? Oh ne, das ist egal. Haltbarkeit von Waffen. Okay, das mache ich gleich als nächstes dann. Und dann packe ich hier nochmal einen Punkt rein. So, und hier. Geld. Kretschaden hört sich eigentlich ganz gut an. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Loot. Ich habe gerade aus dem Schrank ein Energy genommen. What the fuck? Ich glaube noch nie, dass er irgendwo drin steht. Ich glaube auch nicht. Wenn dann immer nur Regale noch, also nichts, wo man innerhalb so wirklich reinfassen. Mhm. Kann natürlich sein. Bist du einfach runtergesprungen gerade? Ja. Okay. Kann auch natürlich irgendwie sein, dass der irgendwie daneben stand und es einfach mich nur so aussah, als hätte ich da gelootet, weil er leer war und dann einfach nochmal F gedrückt. Sind wir hier auch reingekommen? Ja, sind wir. Weiß es nicht. Ich glaube ja. Halte ich für möglich. Ich war kurz. Kein ja? Gedächtnis. Okay, ich war gerade kurz nochmal, im alten, also im Haus drin, hab dich nochmal kurz rumlaufen sehen und dann wurde ich wieder rausgeportet. Hat wirklich so super funktioniert. Okay, es wird interessant. Das Gefühl. Vorne brennen Zombies? Ja. Warte mal. Was ist unsere Aufgabe eigentlich gerade? Eine gute Frage. Ich wollte doch eigentlich das machen. Genau, das ist der Atemzug. Hier wollen wir hin. Okay. He angry. We running. Ah! Auf die Schnauze! Ach du Scheiße, machen die Schaden. Ja, ich bin auch schon fast Junge. Tot. Junge. Ich weiß echt auch gar nicht, wieso ich so viel Schaden gerade bekommen habe. Hallo, werte Leute. Es ist ich. Der Dieb. Ich brauche das hier. Ich wollte eine Stompung einleiten. Ganz am Bordstein. Oh, das ist ein Bumm.
Ich hätte ihn fast geschlagen. Ja, smart, ne? Okay, hab einen Asthma-Inhalator. Ja, nicht das erste Mal, ne? Können wir einen zweiten mitnehmen eigentlich? Hoffentlich. Wir hatten zwei Optionen, also wir hatten ja zwei Orte, wo wir die holen können. Mhm. So, hier drin ist noch ein Energy Drink. Hast du schon die Tür zugemacht? Ja. Unhöflich. Ist Project Zomboid Reflex. Aber wenn du eine Tür zumachst, siehst du doch nicht, was in dem Raum daneben ist, oder? Ja, aber ich meine, wenn ich von draußen reinkomme und mich verfolgen draußen 20 Zombies, dann mache ich doch die Tür lieber zu und habe ein bisschen mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ja, aber du wirst nicht verfolgt. Ja, hier drin nicht, nee. Welche? In Project Zomboid. Rerunning. Parkour. Yeah. Parkour. Okay, hat besser funktioniert, als ich dachte. So ein bisschen Clown hier. You find anything yet? Keep looking. Find anything yet? Oh, hey, Geld habe ich gefunden. Ich weiß gar nicht, was wir für ihn holen sollten. I worried about it. Keep looking. Keep looking. Du da hinten wolltest das haben, ne? Genau. Hallo, Carla. Oh my god. You found one. Thank you. Thank you so much. Danke für die Painkillers. Braucht ihr aber gar nicht. Okay, 1246 sind da schon ein paar Painkillers. Ja, anscheinend. Ich glaube, das nennt man eigentlich Geld. Ja, aber ich meine, damit hast du den Wert gleich von Painkillers. Habe ich überhaupt schon die Pistole da abgegradet? 700 Schaden macht die Axt dann. Ist halt schon echt gut. Ja, was zum 700 ist schon. Aber ist auch eine Level 29er Waffe. Das muss man dazu sagen. So, können wir irgendwas Cooles machen? Sturmpistole? Ja. Hatten wir, glaube ich, schon. Das war ich mit Feuer dran, ne? Ja. Weizergas, Giftverteilung. Hallo, Herr Händler. Kann ich dir was verkaufen? Wie zum Beispiel eine schwere Pistole? Weil hier schimmert, wir haben eine bessere gefunden. Das Zucker. Jo, das kann ich jetzt verwenden. Das stimmt, das konnte ich ja vorher nicht. Das ist auch echt stark. Ausrüsten. Den Dornenmessing-Schlagring wollte ich upgraden. 200. Ach du Scheiße. Nein, will ich nicht verkaufen, du Mann. Das will ich nicht verkaufen. Waffe mit so viel Schaden. Ihr habt so Ehre. Eine so. Sturmpistole. Dann, während Kirche noch Sachen macht, gucken wir schon mal auf die Quest, was wir als nächstes tun. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Soll ich mal tragen auf, wenn du Dschungel reist? Okay, können wir nicht machen. Das sind ja alles Dschungelquests hier. Schnelle Hilfe. Bringe die Medikamente zu Lucas. Das ist, glaube ich, in der Kirche. Das müssen wir zurückbringen. Suche nach Quans Bruder. Wo ist der denn? Okay, der ist hier tatsächlich gar nicht so krass weit weg. Oh, das ist ja schon mal gut. Okay, es müsste hier sein. Es verlassen nur. Besser kann. Okay, da können wir sogar hin. Okay, vorher nochmal Insulin besorgen für Diana. Okay. Weil da sind wir halt auch in der Nähe. Lautsprecher, hier war, glaube ich, das blöde Gebiet hier, das Quarantäne-Ding, aber müssen wir halt auch nochmal rein. Genau, okay. Bist du ready? Ja. Dann ziehen wir weiter. Ey! Rudi, mach das noch einmal, ich schwöre. Ich hack dir den Kopf ab. He ratted? Haben wir nicht gesehen. Na, komm rein. Der Rayleigh sieht ja nicht mal, dass wir... Was ist denn los mit dem? Jetzt hab ich seinen Arm abgenommen, was hat er jetzt? Hallo, ich habe die Arme geschnitten. Nein, ist er tot. Hurensohn. Okay, warum sind die dir drin sicher? Das gibt's in... Und okay, gehe ich raus? Nicht. Ja. Oh hey, das ist noch eine Ho. Oh. Ja. Lebst du noch? Ne, du bist tot. So, das Insulin für Diana müsste hier direkt in der Ecke gewesen sein. Kann natürlich sein, dass es auch in der Quarantänezone ist. Diana. Okay, ist es nicht. Aber da kann Kirsch durch die Wand laufen mal wieder. Was? Ich kann durch Wände laufen? Durch Türen. What the? Okay. Ah! Boom. Oh. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Ah, hier irgendwo. Oh, ich habe mir hinfällig einen schweren Morgenstern aufgesammelt. Hol den doch gar nicht.
2K nochmal, nice. Also ich hab's enthauptet. Energiedrink. Scheinbar ist Revolver, okay. Energie. Und hier haben wir ein Insulin. Da ist noch ein zweites Insulin, ich nehme das auch mit. Jawohl. Man kann ihn wirklich. Dann ist mein Vorrat auch gesichert. Nee, das müssen wir alles abgeben. Du musst leiden. Ja, okay, fair. Warum hast du die Tür zugemacht? Ich wollte gucken, ob die Leiche dann mit rausfällt, aber tut sie nicht. Die hängt. So, ich würde sagen, wir können das gleich mal zurückbringen, weil ich meine, die war hier auch. Plötzlich Zeitwechsel? Okay. Ja, oder Tag, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Ich kann Wetter und Tageszeit nicht auseinanderhalten. Ich bin mir auch nicht sicher, was. Also, ich habe gerade irgendwie keine Aufgabe. Ich weiß gar nicht, wo die Diana war. Ich wusste nur, dass wir es einsammeln sollen. Keine, nee, ich glaube, die war in der Kirche, oder? Wirklich? Du hattest gerade kurz Autotune auf der Stimme ein bisschen. Ja, habe ich immer. So Roboter-Autotune. So, so ein. Die Verbindung war kurz ein bisschen schlechter, Autotune. Das ist nichts Gute, diese. Nice. Das war zwar nicht verständlich, aber es klang nice. Okay. Jetzt wirst du wieder verständlich. Schön. Komisch? Ja, in der Tat. Irgendwer von uns hat Verbindungsprobleme. Ich würde es grundsätzlich erstmal auf Linux schieben. Ich würde es grundsätzlich erstmal auf die schlechtere Leitung schieben. Oh, mein Headset ist bald leer. Au. Hat dein Headset dir das gerade gesagt? Er hat gerade tut gemacht. Aber ich kann ja zum Glück einfach an meinen Tisch kurz greifen, im Weg stehen bleiben, wie Kirsch es auch immer macht. Und dann das Kabel ein bisschen legen, dass sie weiterspielen kann. What the fuck? Dachte, er hat sich dich angeschoben. Jank? Er hat den Arm geschlagen, den er mich schlagen wollte. Loot? Hat du auch Loot? Nein, du hast kein Loot. Ich will den mal einsetzen. Metall-Baseball-Schläger mit Feuer. Ich hab schon wieder irgendeinen Müll eingesammelt. Ich will den Müll gar nicht haben. Ich will einfach nur looten und keinen Müll. Ich will nur positives Zeug geben. Negatives könnt ihr behalten. Lappen im Müll gefunden. Wichtig. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Holzbrett. Mit 26 Schaden. Ich geh wieder auf die Sichel. Au. Nicht treffen, wenn die angelaufen kommen. Das ist unmöglich. Ey, du Fotze. Was, mein Ding ist jetzt schon kaputt? Okay, es hat keine Haltbarkeit, nicht so wie meine Macheten. Weg mit dem Arm. Das riecht drauf noch. Okay, du lebst auch noch. Lass gleich mal liegen bleiben. Da ist ein Bordstein. Ah. Hä? Achso, er hat einen Kopf auf oder hin. Kopfschutz auf. Ja, da hat ihm jetzt auch nichts gebracht, ne? Okay, mir leider schon, also bei mir schon. Weil ich mich bewegt habe? Das war gerade ein nicer 360, den ich da gesehen habe, den du gerade abgezogen hast. Ich habe keinen gemacht tatsächlich. Also wenn, dann war es einfach nur ein Bug. Ja, war ein guter Bug. Ein schöner 360. Das war eine Enthauptung in einem. Schön. Hallo, Freunde. Zitronensaft. Wasser anmachen, damit die Rechnung hoch ist? Bitte? Wasser habe ich angemacht, damit die Rechnung schön hoch wird. Aha, oh ja, das ist wichtig. Ich will einen Kühlschrank aufmachen, damit hier das ganze Haus im Kühlschrank gekühlt wird. Braucht man keine Klimaanlage, ne? Ist smart. Ja, ne? Oh. Kann man so schön enthaupten mit der Sichel. Ausweis auf dem Tisch. Ausweis. Markenchampagner. Ich bin einfach 100%, Alter. Oh, Tatsache. Wir müssen mal wieder zurück zu Svetlana. Wir waren noch nie bei ihr. Also, wir haben noch nie was gegeben. Die Tür kannst aufbrechen, hier links. Stimmt. What the fuck? Ich hab sie interessant aufgebrochen. Hallo. Hallo, Joe. God is still alive? Oh my god. I thought for sure he was dead. Ach nö, wir müssen eskortieren. Ach nö. Aber erstmal gucken, ob es was zu looten gibt. Er ist schon raus, einfach. Ja. Oh, wenn ich B drücke, poll ich mich einfach dahin. Ja. Hab ich noch nie gemacht. Weil sonst bin ich halt immer der Story folgt. Ich hab's 2-3 Mal gemacht. Ja. Ich hab's 2-3 Mal gemacht, glaube ich, inzwischen. Bro, du bist fast tot.
Er ist ja auch dumm. Als ob in den Gegner einfach stehen zu bleiben? Nein. Joe, what the fuck? Joe, was zum Fick, Mann? What? Was denn? What? Was war das? The was fuck, denn? Mann? Dinge passieren. Zum Beispiel? Ein Zombie hat sich einfach auf uns zubewegt, ohne sich zu bewegen. Der ist einfach nur auf uns zugeschlittert. Hm. Huh. Hey, der lebt ja noch. Nicht mehr. We need to stay together. Ja, Udi, halt du rennst Fresse. Weg, nicht wir. For real. We need to stay together. Ich bin direkt Junge, ich hinter dir. Den Kopf ab. Was hier? Was liegt denn da? Oh hey. Oh ciao. Ich hab erstmal alle mit meiner Rage kaputt gehauen. Das ist auch schön. Rudi. Du willst, oder? Was bist du? Frucht. Nom. Gesunde Sachen. Ach, das ist ja auch noch so ein angry Dude, Alter. Zucker. Oh, also die Pistole ist halt echt nutzlos. Ja. Aui. Wissen wir eigentlich, warum die Zombies manchmal grün stinken? Also wurde das irgendwo mal erklärt? Wo du sagst, ich glaube nicht. Weil, was soll das darstellen? Soll das verseucht sein? Soll das irgendwie krank sein? Soll das Gift sein? Warum? Auf jeden Fall nach Roleplay-Art giftig. So würde ich es mal interpretieren. Aber ich weiß nicht, wie das zum Story-Verlauf oder so passt alles. Ich auch nicht. Rudi, ich schwöre, ich hack dir jedes einzelne Gliedmaßen nacheinander ab. Simons Treffpunkt. Hallo. I ain't getting any younger. Hallo, Quantro. Thank God. I thought you were dead. Brother, I was so worried. Thank you. Thank you for saving him. Ja, bitte. Bring ihm mal ein paar Manieren bei. Ansonsten save ich den nicht mehr. Sonst geht ins Gegenteil. Weißt Bescheid, ne? Oh, hey, Zuckerrohr. Okay. Das Zuckermesser habe ich irgendwie 2 Minuten verwendet und es war auf 3% runtergeprügelt schon. Ja, so ging's mir mit der Sichel. Das hat 31 Haltbarkeit nur. Meine beste Machete gerade 83. Junge. Aber die ganzen Klingenwaffen sind halt nicht so haltbar. Das will ich auch so nicht so skillen. Ja, das habe ich auch gemerkt mit hier der Sichel. Mhm. Die macht übrigens auch dieses grüne Zeug. Da steht dann Toxin bei. Ah, okay. So, jetzt haben wir das gemacht. Dann haben wir als nächstes nicht. Hast du das, wenn ich auf links, also normalerweise bewegt man sich auf links. Oh, Jesus, das hat ja geklappt. Au! Oh, hey. Du Hurensohn. Unhöflicher Typ. Karte aufrufen. Unhöflicher, enthaupteter Typ. Ich kann den Kopf nicht wegtreten. Das ist schlecht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Lautsprecher-Ding zuerst. Radio Gaga. Radio Gugu. Radio Gaga. Das heißt, wir müssen jetzt in die Quarantänezone. Gott steh mir bei. Gott steh uns bei? Meinst du, er macht nichts, das? Wenn du überlebst und ich nicht. Aber dass ich überlebe, ist lore-friendly, weil ich die Asiatin bin. Hm. Du weißt da anscheinend Sachen über die Lore, die ich nicht weiß. Ja, also das ist jetzt nicht, weiß nicht, realistisch auf die Lore bezogen. Es war einfach so, weil in Horrorspielen oder sowas stirbt ja meistens ein afroamerikanischer Schauspieler als erstes. Oh ja, ich bin ja schwarz. Was good, I'm gonna die. Nummer 2 keine Kasse. Hier ist sogar ein Fact drin. Nice. Ein kraftloser Revolver. Hier? Fact? Oh. Brauchst du noch einen Sip? Neu, gerade nicht. Dann nehme ich den. Oh, ich habe einen gekauft. Ich habe es weiter links gedreht. Direkt daneben. Ja. Ehre. Da habe ich ein L genommen. Ja. Für 5. Und 5 sind sehr viel wert in diesem Spiel, wir wissen. Also ich gucke gerade mal. Das ist was komplett anderes, was ich eigentlich machen wollte.
Da kommen welche, ja, servus. Ah, okay, das ist der Kopf des Cerberus. Okay, wir müssen jetzt rüber. Wir sind richtig gegangen. Ich habe aber gerade Radio Gaga ist was anderes. Das ist die Quest da hinten, wo wir für irgendjemanden Elektronikteile sammeln sollen. Oh, boah. Ich weiß nicht, wie das geklappt hat, aber es hat geklappt. Ich werde mich nicht beschweren. Meinst du das wie diese komische Zone in The Division? Du hast The Division wahrscheinlich nicht gespielt, oder? Ich habe Division nicht gespielt, nein. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es auch PvE stark war. Auf jeden Fall war es eine PvP-Zone. In einem PvE-Spiel. Wo sollen wir hin? Willst du schon wissen? What the fuck? Ich glaube, wir sollen runter. Der war so tief? Ja. Okay, YOLO. Ach, das sind Schüsse. Oh, und das Wetter ist anders. Oh, ich bin gestorben. An Freischaden? Ja. Joink. Ich hab jetzt schon ein paar Medipacks. Oh, ein Medipack. Oh, Geld. Na, ich hab dich geheilt, weil ich gerade gelootet habe. Vielen Dank. Das kostet dich einige tausend Euro. Ich hab in-game genug. Also besser so. So, hier gibt's noch Sips. Ich würde sagen, wir beeilen uns hier mal relativ schnell durchzukommen, weil ich den Bereich hier nicht mag. Verstehe ich. Jo. Hab ich nur kurz gesippt. Nicht gerab. Kein Talent-Zip. Au. Was die mal für Ideen haben. Oh, den haben wir erstmal komplett zerstückelt. Ja, hab mir auch gerade gedacht. Holy fuck, man. Ich heil mich tatsächlich mal kurz mit dem Minipack. Au! Der ist sauer. Und ich rede nicht von der Geschmacksrichtung. What the fuck? Hast du es gesehen? Ich bin gegen einen Zombie gelaufen und habe damit seinen Schädel zerstört. Ja, das hat mich gerade völlig aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, wir sollen hier hoch. Schmeiß den Zombie mal eben ab. Oh, Baby. Welches der? Ach, hier kann ich die Leiter holen. Es hört sich an, als wäre hier oben das Ding. Wir sollen was mit, Aua, Radios wo kommst machen, du ne? jetzt schon wieder her? Zweiter Lautsprecher da hinten, okay. Also du musst hier nicht unbedingt hochkommen, ich glaube hier oben war nichts. Wie knapp das Ding? Vielleicht können wir da über die Dächer. Stimmt. Dächer! Leben, nicht sterben, nicht getötet werden. Geil, schön runtergefallen. Lop, ihr habt Xeng. Okay. Ah, hier geht's, okay. Das heißt hier? Ah, okay, ich bin einfach gesprungen, Dummkopf. Oh! Da kommen welche zu mir hoch. Ja, hier unten sind auch schon welche. Das ist aber gerade ein Dicker. Ich hau mal ab und komme auch wieder hoch. Oh, hallo. Auf Wiedersehen. Oh ja, das ist ein ganz Dicker. Ich sehe es. Also das nächste Mal, wenn ich Jump Run mache, soll ich erstmal gucken, ob es vielleicht einen Weg gibt. Ja, also hier gab es tatsächlich einen. Ja, das meine ich. Ja, ich meine... Jump'n'Run ist schon geil. Achtung, Zombie. Ja. Okay, ist runtergefallen, ist dumm. Ging's da hinten weiter? Da schreit noch immer einer. Wahrscheinlich kommen wir nicht mal hin. Ich glaube, da kommt gleich einer. Okay, ja, wo weiter? Da ist er. Zwei. Beide hinüber. Hier kann ich durch, da kann ich durch. Labyrinthgeräusche. Also, wir kommen schon mal relativ weit dahin, aber halt nicht ganz. Schade. Das ist wieder Tag. Tatsache, ja. Hä? Mach dein Ding, du Bummer. Ja, wie war das anders funktioniert? Hier geht's auf jeden Fall hoch. Aui. Und jemand hat doch gerade was gesagt. Also hier hat gerade so ein Punk gesprochen. Den habe ich gar nicht mitbekommen, wo der ist. Ich habe auch gerade nur einen von denen gehört.
Oh, ich habe mir erstmal mit dem Sturmwerfer einen Salve verpasst. Dummköpfe. Ich weiß nicht, wie du da hochgekommen bist. Da war eine Leiter. Ich sehe. Siehst du sie? Jo, ich habe eine Leiter. Die ist komplett woanders. Aber hier ist der Turm, den ich benutzen soll. Kann sein, dass bei dir schon der nächste dann ist. Ja, dann. Ja, das sieht so aus. Dann kommen wir auch mal schnell zu dir hin. Okay, du hast ihn angemacht, perfekt. Das ist wirklich direkt nach Mo-Klettern da gewesen. Ja, genau, bei mir war es auch ähnlich. Hier liegt noch ein. Okay, nur ein Snack, schade, ich dachte, die liegt Aufzeichnung. Wo ist sie denn? Hier oben liegt die. Wo ist denn deine Leiter? Ach, okay, ich glaube, ich habe sie gefunden. An der Seite. Böse Zombies. Da passieren Dinge. So, die hier, ne? Ja, exakt die. Warst du eben gerade nach unten? Nein. The fuck? Ich bin die ganze Zeit oben. What the f... Ich war gerade wirklich der Meinung, dass du da... Dinge. This will be useful. Hold up in the slums, hiding in if you can hear me, please come. We're trying to fortify it the best we can to keep out. Hätten wir ein bisschen lauter machen können mal. Keep out, I don't even know what. It's like something out of a goddamn horror movie. It's gotta be so viele Stimmen gleichzeitig. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil hier kann man einfach in die Quarantäne so nur reinlaufen, weil da hinten ist ja noch Absperrung. Also hier ist ja abgesperrt, aber die komplette Straße ist frei. Kann nicht hoch. Ich hab versucht da hoch zu parkouren. Okay, vielleicht hätte ich dann noch STRG geklickt. Bonjour. Jetzt geht nicht. Weiß ich auch, dass er nicht vorbei. Da ist die Kirche. Wenn die Kirche einen zum Kommen auffordert, Alter. Wait, wie bist du da hoch? Bonjour. Von dem Pass bin ich auf das Metallding und dann komme ich einfach hoch. Ah. Erst auf das Metall, also auf erst die Dachpapp-Dings da. Ich seh. Oh. Du standst schon wieder nur auf dem Fass. Ja, Dachpappe, komm. Du stehst immer noch auf dem Fass bei mir? Ja, jetzt geht's. Okay. Aber wenn wir auf die Uhr gucken, weißt du, was das heißt? Oh, ja, da gucke ich selten hin. Das heißt aber, dass wir hoffen, dass euch der Part gefallen hat. Und man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Part. Bis dahin, haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.